Was geht ab, Leute, und willkommen zu Inside Super League. Wie ihr wisst, ist Dimitri Takım aus den WM-Playoffs ausgestiegen und die Kritik an Stefan Kuntz wurde dabei das erste Mal so richtig laut. Ich meine, sogar ich habe ihn kritisiert, obwohl ich ihn wirklich mag, aber das gehört nun mal dazu und muss auch sein. Denn wenn man nie jemanden kritisieren würde, dann würde diese Person vielleicht nie aus seinen Fehlern lernen. Auch ihr könnt mich kritisieren, Leute, ja. Das freut mich sogar, Kritiken zu lesen. Da weiß ich, ich kann dies und jenes besser machen. Stefan aber hat sich aber zu einigen Kritikpunkten geäußert und Folgendes gesagt. Ich mag es generell nicht, vor einem Spiel über den Matchplan zu sprechen. Daher werde ich auch nicht zur Taktik sagen. Hakan Calhanoglu hat es bereits erwähnt. Wir werden Dreierkette spielen. Dieses Thema wurde mit unseren Spielern ausgiebig besprochen. Alle sind zufrieden damit. Natürlich respektiere ich die Meinungen der Öffentlichkeit, doch innerhalb der Mannschaft stört sich niemand daran. Jedoch konnte Stefan Kuntz die Kritik an Berkan Kutlu überhaupt nicht nachvollziehen. Da sagte er, Berkan hat zahlreiche Spiele im Europapokal bestritten und stets Verantwortung übernommen. Ein wichtiges Kriterium ist sein linker Fuß. Ich bin der Nationaltrainer und stehe in der Pflicht, die besten Spieler zu nominieren. Es geht nicht darum, bestimmte Vereine zufriedenzustellen. Puh, Stefan Abi ist am Austeilen, gefällt mir, der Typ wird langsam immer mehr zum Türken. Über die Zukunft sagte Stefan Abi aber Folgendes. Aktuell liegt mein Fokus auf dem Spiel gegen Italien. Anschließend werde ich mich auf die Nations League fokussieren, in der wir die nötigen Fortschritte erzielen und so in die Qualifikation starten möchten. Welche Chancen wir haben, kann ich nicht sagen, ohne die Gegner zu kennen. Hauptsache, Lothar Matthäus zieht nicht die Lose. Ihr wisst, Lothar Matthäus, der Täter, der uns das Höllenlos gezogen hat. Der kleine... Wie dem auch sei, ach ja... Hakan Calhanoglu ist jetzt unser neuer Captain. Hurra! Wurde nebenbei mal so erwähnt. Ich verstehe es auf jeden Fall. Find's auch ganz gut, dass er Captain ist, muss ich zugeben. Jedoch muss er dann sich auch wie einer benehmen in der Zukunft. Ja, er muss ein bisschen präsenter sein als vorher. In den vorherigen Spielen war er irgendwie nicht anwesend, obwohl er da war. Aber nun ja, Leute, das waren Stefan Kunz' Worte vor dem Spiel gegen Italien. Ich bin gespannt, wie sich unsere Jungs heute schlagen werden. Was sind eure Tipps? Kommentiert es mir in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Für mehr solche Videos lasst ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich aber somit und begrüße euch am Abend wieder, wenn es heißt, Italien spielt gegen die Türkei in einem Freundschaftsspiel und ich kommentiere meine Meinung im Nachhinein. Also, haut's da rein. Ciao, ciao.